Grüße euch zu einer neuen Ausgabe des alten Shopwatches hier auf geeknews.de. Ich zeige euch heute das Adretta-Anzugpaket. Und diesmal zu einem Anzug habe ich natürlich auch hier meinen Adonis ausgewählt. Er ist momentan noch ein bisschen spärlich bekleidet, aber das ändern wir jetzt. Denn ich habe das Paket bereits gekauft. Er bekommt jetzt eine wunderbare Adrette-Hose. Adrette-Halbschuhe, Entschuldigung, und eine Adrette des Wams. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal in-game an. Ich sag bei allen drei Teilen mal verwenden. So. Dann blenden wir noch die Waffen aus, damit sie uns nicht im Weg sind. Und wir wenden das Ganze an. Als erstes gucken wir uns mal die. Oh, guck mal, die Krawatte bewegt sich sogar mit, wenn wir uns drehen. Als erstes gucken wir uns direkt mal die Farben an. Ich habe auch die anderen Rüstungsteile, die ich brauche, ausgeschaltet. Zunächst einmal die Originalfarben. Ihr seht schon, das wird jetzt ein bisschen knalliger. Wir haben hier nämlich so ein Bordeaux-Rot, das die Grundlage stellt, und eine rosa Krawatte samt Einstecktuch. An für sich ein wunderbarer Reihenanzug. Hinten mit der Naht passend den Rücken runter. Und auch sonst. Na, die Knöpfe hier vorne. Vier Knöpfe am Ärmel sind doch schon etwas ungewöhnlich. Dafür hat er nur zwei hier vorne am Jackett. Der Gürtel mit einer silbernen Schnalle. Auch sind gerade die Hände davor. Auch hier ein Vogel nochmal in das Leder eingedruckt. Das ist ebenfalls ein sehr schönes Element. Die Krawatte, da kann. Ups, zu weit. Sieht fast so aus wie Oktopus. Aber ich kann nicht wirklich zuordnen, ob das ein Tier ist, das sich auf der Krawatte befindet. Die Hose, na, ein bisschen zu lang. Aber reicht gerade noch bis auf die Schuhe runter. Die Schuhe an sich, dann wunderschöne Maßanfertigungen in zwei verschiedenen Farben. Schlicht, aber elegant. Damit sind wir für jede Party gut gerüstet. Wir gucken uns jetzt die Farben nochmal an, wie wir sie einfärben können. Wir nehmen wieder unsere bekannten vier Farben. Wir beginnen oben links mit dem weißen Farbkanal, beziehungsweise Farbkanal, den wir weiß einfärben. Und hier sehen wir, dass es die Hauptfarbe des Jacketts ist. Ich färbe jetzt auch gleich immer die anderen beiden Teile an mit dem jeweiligen Farbkanal, damit wir das besser sehen können. Unten auch hier die Hauptfarbe ist jetzt weiß. Und bei den Schuhen seht ihr jetzt hier die Spitzen und die Ferse hinten. Die werden sich jetzt weiß einfärben. Dann der Farbkanal oben rechts, wieder in unserem schönen Messing. Und das ist das Hemd, das wir hier oben beim Jackett tragen. Bei der Hose ist es der Ledergürtel. Hier unten sehen wir übrigens auch nochmal das Hemd leicht raus. Also er hat kein kurzärmliches, sondern ein langärmliches Hemd hier unten drunter auch an. Und bei den Schuhen sind es hier diese Seitenstreifen, die zweite Hauptfarbe des Schuhs. Dann haben wir noch den Farbkanal unten links. Den machen wir wieder in unserem lila Ton. Das ist im oberen Fall das Einstecktuch und die Krawatte. Im unteren Fall die metallene Schnalle hier vorne. Und bei den Schuhen sind es die Schnürsenkel. Was mir auch aufgefallen ist, der Farbkanal oben rechts definiert auch die Farbe der Knöpfe, vorne wie an den Ärmeln. Und zu guter Letzt haben wir noch blaue Farbe. Die färbt jetzt unsere Streifmuster ein. Und da habe ich mich geirrt. Seht ihr nämlich jetzt, die Knöpfe sind auch blau, genauso wie die Knöpfe hier am Ärmel. Unten färben sich nur die Streifen ein. Hier haben wir nichts weiter. Und dieser Farbkanal unten rechts färbt hier die Sohle ein, wenn ich das richtig sehe. Das Ganze gucken wir uns jetzt aber auch nochmal in-game an. Im Detail.
Und da bin ich aufgestellt. So, wir haben jetzt hier den Gürtel, wo wir jetzt auch sehen, dass dieses Vogelmuster sich deutlich mehr noch durch den Gürtel durchzieht, wenn wir so ein bisschen leicht reingucken. Gelbes Hemd. Hier die Knöpfe sind jetzt allerdings gelb. Da wechselt es nicht mit dem Farbkanal für die blaue Farbe. Lila Krawatte und Einstecktuch. Und die blauen Knöpfe mit den blauen Streifen. Es gefällt mir gerade dadurch sehr gut, dass es so schlicht ist und dass es trotzdem elegant rüberkommt. Unten die Schuhe, auf die kann ich jetzt ein bisschen schlecht zoomen, aber ich denke, ihr könnt sie ganz gut erkennen. Mit den lila Schnürsenkeln. Das hier ist der gelbe Farbkanal mit den Streifen und vorne und hinten dann das weiße Element. Das blaue Element geht hier meiner Ansicht nach sogar unter. Denn ich habe mich geirrt, die Schuhsohlen bleiben einfach immer schwarz. Die färben sich gar nicht mit ein. Wenn ihr hier die blaue Farbe erkennt in den Schuhen, könnt ihr mir gerne mal Bescheid geben. Aber ich denke, hier haben wir eine wirklich sehr schöne Anzugskombination für Männer bekommen. Bewegen kann man sich auch damit. Und sieht doch wesentlich besser aus als der Gladiatorenanzug, den ich zu Anfang getragen habe. Ich hoffe, dass ich euch einen guten ersten Eindruck vermitteln konnte. Bis zum nächsten Mal.